Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors 2. Ihr seht das, ich bin hier mal wieder mit dem Schief-Account unterwegs und fange eigentlich meine Folgen immer so an mit dem Schief. Und ich wollte einfach mal unsere Daseinsberechtigung hier nochmal unterstreichen. Was mir aber aufgefallen ist, manchmal fallen einem ja bei Clash of Clans solche Dinge auf, die so nebenher sind. Ich habe jetzt mal wieder ich bin hier ja auf einem deutschen Client unterwegs. Und sehe hier im Moment viel, viel mehr als im englischen Client. Also klar, wir haben das Miner-Event. Wir haben noch einen Tag 22 die Doppel-EP. Und als kommende Ereignisse, die sehe ich im englischen Client noch nicht, gibt es das Wutzauber-Ereignis und Gibarch. Gibarch, das wird natürlich cool. Riesen und Archer und Barbarian, so heißt es ja dann, glaube ich. Und ja, und auch wenn ich hier mal unter Neues gehe, wer es noch nicht gesehen hat, also ich war schon drin hier im Shop. Es gibt jetzt einen Shop bei Supercell. Dort kann man einiges an Statuen beziehen. Man kann T-Shirts beziehen, also so Merchandising-Produkte, auch gar nicht mal so teuer. Man muss nur ein bisschen Geduld haben. Im Moment ist der Shop noch Beta. Und das, die Sachen kommen natürlich aus von weit her. Also die gibt es hier nicht um die Ecke in Deutschland, glaube ich. Und deswegen kann es da ein bisschen dauern, bis das Ganze denn da ist. Was ich auch nicht wusste, ihr konntet ja von hier aus die Local Clash gucken. Das heißt also, von hier aus wurde das Ganze verlinkt, wusste ich auch nicht, denn ich spiele ja komplett in Englisch und kriege hier diese Sachen in Deutsch eigentlich überhaupt nicht mit. Ja, worauf will ich eigentlich hinaus hier? Wir spielen hier ja auch Clankrieg und sind hart auf dem Weg nach Clan Level 4. Ich hoffe, das packen wir auch jetzt mit dem Event vielleicht. Denn 6 Truppen ist echt nett. Also mit 5 Truppen spenden, das dauert. Gerade bei denen, die dann 30er Platz haben, wenn du dann einen Riesen spendest, musst du dann zweimal anfordern, damit du deine Clanburg voll kriegst. Und das ist schon ein kleiner Segen hier, die 6 Truppen. Und dann geht es natürlich hart Richtung 5 hier mit dem ein Level mehr pro gespendete Truppe. Also das wird dann nochmal, denke ich mal, hier richtig diesen Clan beflügeln. Aber wir sind gut dabei. Der Stamm hier hat sich toll entwickelt. Auch wenn unser Kriegslog jetzt nicht so gut aussieht, wir haben den letzten Clankrieg leider knapp verloren. Aber wenn wir mal schauen, wir haben ja alle Kriege, glaube ich, drin von Anfang an, dann wird das verwundert mich jedes Mal, das Matchmaking hier. Ja, ich meine, wir sind Level 1 Clan mit relativ normalen Accounts hier drin, also 6er, 7er, 8er, 9er und wir haben, glaube ich, auch 2 9,5er bei uns da drin, keinen richtigen 10er. Und wir kriegen immer nur Clans oberhalb von 5. Also wir hatten, glaube ich, noch keinen, der jetzt 5 oder 6 sogar war, sondern immer ab 7 aufsteigend und hier oben sogar mal ein Clan Level 11. Ja, also ich weiß echt nicht, was das soll. Und ja, im letzten CK, Mensch, ganz, ganz knapp verloren. Muss man dazu sagen, hier oben hat es halt nicht ganz gereicht und der Gegner hat hier oben einen Stern mehr gemacht als wir. Schade. War eine enge Kiste, aber trotzdem toll und gut gekämpft hier. Wie toll das hier sein kann, sehen wir hier einfach mal in den Kämpfen. Denn auch das, ich hatte das schon mal in meinen Folgen wiederholt, ist Clash of Clans. Das gehört mit dazu. Es ist nicht nur die Welt oberhalb von 8, also 8, 9, 10, 11, sondern es gibt auch durchaus Leute, die frisch mit Clash of Clans anfangen oder sich wieder für Spiel begeistern und schon mal angefangen haben. Und deswegen gibt es ja auch Dörfer Rathaus Level 5, 6, 7, also alles quer durch die Bank. Also so ganz, ganz tief nehmen wir hier auch nicht mehr auf. So ein Rathaus Level 1 oder 2 oder 3, das ist hier auch nicht mehr so, dass das war. Ich denke mal, so die ersten Rathaus Level, ja, die kann man auch fast solo machen, da brauchst du keinen Clan für. Erst wenn du dann anfängst, richtig CKs auch zu spielen, dann suchst du dir irgendwie einen Level 1 Clan oder so, machst da deine ersten Erfahrungen und steigst dann unter Umständen später um. Aber die Black Beauty hier macht das richtig gut, obwohl mit den Loons, das war natürlich suboptimal, dass hier die La noch stand, aber ist nicht so schlimm. Ein Loon hat sie immer noch. Mal gucken, ob die Luftabwehr jetzt endlich fällt. Die Riesen kloppen da schon echt lange drauf rum. Ah, okay, jetzt fällt die Luftabwehr und jetzt schickt sie auch noch ihren letzten Loon hier in die Schlacht.
der Bogenschützenturm ist noch abgelenkt von den Riesen, die noch tanken, und von den Barbaren, die außen auch noch tanken. So dass das hier jetzt im Clean-Up in der Mitte mit den Magiern und den Bogenschützen dann auch 3 Sterne werden. Also wie gesagt, das ist auch noch Clash of Clans hier mit den wirklich niedrigen Dörfern. Und das sind CK-Sterne. Und ich würde sagen, die Black Beauty hier hat auch gar nicht mal so wenig. Die war nämlich jetzt von Beginn an hier in den CKs mit dabei. Macht immer ihre 3 Sterne. Ja, und so fängt man hier eigentlich an und sammelt seine ersten Erfahrungen und auch seine ersten Sterne. Okay, den musste ich machen. Das war ein 7er. Also der war jetzt nicht so spektakulär, denn ich bin ziemlich spät in den Krieg hier erst eingestiegen und da waren die Sachen hier schon gegessen, genau wie das hier vom Knockout gemacht wurde. Ja, auch mal eben ein 7er gedreiert. Ich meine, als 8er muss das drin sein. Wer jetzt als 8er noch an einem 7er scheitert, der macht irgendwas nicht richtig und der sollte dann doch noch mal besser üben. Aber eigentlich ist das immer eine ziemlich sichere Kiste hier. Auch wenn hier schon 3 Lars im Spiel sind, aber gegen 3er-Drachen, also keine Chance. Ging jetzt noch mit dazu fürs Clean-Up hier. Dann haben wir hier noch ein bisschen was in den Ecken. Och, wir haben einen Tesla in der Ecke. Och Gott, guck mal, Tesla, Level 1 oder so, ne? Naja gut, der hält jetzt die Loons auch nicht wirklich auf. Okay, dann hangeln wir uns mal ein bisschen weiter nach oben hier. Ein Angriff vom Nikolas. Nikolas ist auch ein RH9 und hat sich hier für einen Gohok entschieden. Mal gucken, wie er den Rathaus-Szene gemacht hat. Also so sehen hier teilweise die Kriege aus und trotzdem sind die Clans sehr, sehr hoch im Ranking oder im Listing, also mit vielen Kriegssternen, vielen Clan-Leveln, also immer weitaus höher als wir. Und das nimmt auch kein Ende. Auch im aktuellen CK weiß ich nicht, warum immer so ein Matchmaking zustande kommt. Ob es nicht mehr solche Clans gibt wie uns, also eigentlich ganz normale Clans, keine kriegsoptimierten Dörfer, sondern wirklich hart erspielte und hart erkämpfte Dörfer. Also nicht wie hier Rathaus einfach auf 10 gekloppt, ein bisschen Def dahinter. Also die Lars sind ja schon, die sind etwas höher, aber für die Hawks hier ist so eine Base natürlich ein gefundenes Fressen. Da hat hier Hami die Tesla und die kleinen Kanönchen. Der Flächenschaden sowieso nicht. Überhaupt keine Chance hier gegen so einen Angreifer. Und mal gucken, ob der Skelettzauber hier zum Einsatz kommt in der Mitte vielleicht für das Rathaus. Aber er spart sich den hier scheinbar auf. Und oftmals nimmt der Nikolas den hier gerne. Ah, da hinten ist er doch. Ja, wie ich es vermutet habe, für die Ecken nimmt er den Skelettzauber gerne mit. Kann man machen, finde ich gut, dann findet der hier auch seinen Einsatz und auch dann auch seine Daseinsberechtigung. Also schöner 3 Sterne hier auf den Rusher hier, auf das gerushte R10. Leider haben die dann oftmals die Truppen sehr hoch, dass sie bei uns im hohen Bereich irgendwo etwas reißen können. Das ist halt dann immer das Problem. Wir machen zwar 3 Sterne bei denen, aber die machen es dann bei uns in den etwas höheren Bereichen. Und der Lichte 2.0 hier kommt jetzt in den Kampf hier mit Mass Hexen rein. Habe ich also auch in der Form noch nicht gesehen. Mit Bolan, mal gucken. Mauerbrecher hat er keine. Irgendwann muss ja mal ein Sprung kommen. Und aber letztendlich brauchst du auch nur einen Sprung, um hier in den Core der Base reinzukommen. Und kannst du hier von innen nach außen, da kommt er jetzt rein, kannst du von innen nach außen alles aufräumen. Und auch so eine Base hier gegen die vielen Bowler. Der King jetzt in der Mitte am Tanken. Die Queen eiert hier zwar außen rum, aber lässt sich schön von 2 oder 3 Hexen bedienen. Also die Skellies tanken schön und die Queen kann hier aus der hinteren Reihe eine Def nach der nächsten schön abräumen. Und so ist das hier. Schöner Angriff gewesen. Mal Mut zur Lücke, auch mal richtig was ausgegeben. Also auch da darf man nicht sparen. Ja, 10 oder ich weiß gar nicht, wie viele Hexen das hier jetzt waren. Die kosten ja nur auch schon so ein bisschen was. Auf Level 2 kosten die, glaube ich, 350 dunkles Elixier, das Stück.
Und ja, das ist jetzt nicht gerade wenig. Also wenn man das jetzt auf zwei Armeen mal ausrechnet, wenn man zwei Angriffe im CK nur mit Hexen macht, dann kostet schon das schon eine ganze Menge Dunkles, die man natürlich auch gerne in andere Sachen investieren würde. Queen, King. Aber dem Lichtle ist das hier nicht zu teuer, sondern er macht hier schöne 3 Sterne und die Queen immer noch voll im Saft. Denn die beiden Hexen da haben echt gut für die Queen hier getankt. Ja, wunderbar. Sieht man auch nicht immer. Aber schöner Angriff hier vom Lichtle 2.0. Ja, oben hat es ja leider so ein ganz kleines bisschen an Sternen gefehlt. Das ist aber nicht so schlimm. Der Clan hier ist trotzdem wirklich auf einem guten Weg. Und ich freue mich, dass wir nach wie vor weit über 30 Mitglieder sind. Also immer so knapp an die 40. Und dass immer noch so der ein oder andere reinkommt. Klar, gehen auch Leute, machen keine Angriffe. Oder passen dann doch eher unter Umständen nicht zu uns. Also auch das gibt es ja mal. Aber trotzdem ist das hier eine richtig stabile Truppe geworden. Und ich glaube, im Moment sind ja hier ausschließlich True Warrior auch Co-Leader und auch Leader. Leader, das bleibt so. Co-Leader, das bleibt auch. Aber ich denke, der ein oder andere sticht hier schon so ein bisschen heraus, so dass man hier sicherlich auch, also ich habe da ganz besonders einen im Blick, der hier wirklich gut mitdenkt, gut organisiert hier und auch ganz nett ist, also eigentlich sehr freundlich zu jedem, auch wenn es mal ein bisschen bösere Wörter gibt. Und ich kann mir schon vorstellen, das werde ich mal mit unserer Führung hier bequatschen, ob nicht der ein oder andere von denen, die wir dazu gewonnen haben, hier nicht auch den Vize stellen kann, denn wir sind ja auch nicht ewig da und das entlastet einen dann schon so ein bisschen auch in den Entscheidungen. Also du bist ja auch so ein bisschen Entscheidungsträger hier, weil immer wieder gefragt wird, wen soll ich machen? Und derjenige, den ich mir da ausgeguckt habe, der, ja, wie gesagt, denn ich kann mir das gut vorstellen, dass das auch andere können, aber ich sehe hier gerade wieder in der Aufnahme, dass schon wieder ein bisschen zuckt. Ich weiß im Moment überhaupt nicht, wo das herkommt, dieses Zucken. Da muss ich mal, glaube ich, nochmal in meinen Settings reingehen, denn das habe ich auch schon gehabt, als ich Test gestreamt habe. Ja, das muss ich mal checken, warum das manchmal so komisch rumzuckt. Jetzt ist es gerade nicht, aber ja, das stelle ich ab, ganz, ganz sicher. Ja, und hier oben hat es einfach ein bisschen gefehlt. Hier sehen wir den Schulte nochmal. Die Bases waren jetzt nicht so übermäßig stark, ja, alle ohne Inferno, aber trotzdem hast du hier 10er Bases mit ziemlich starker Def hier. Die ist auch noch nicht ganz max out, hier fehlen also auch noch die Magiertürme und die ein oder andere Kanone fehlt hier noch auf RH10 Niveau. Ja, und dann ist das hier oben dann auch schon eine schwierige Sache, da kannst du nicht mehr so einfach sagen, komm, ich gehe hier mal mit ein paar Bolern rein. Da sehen wir auch die Tesla, die sind nämlich schon auf Max Level für RH10. Das, was der Kollege dann halt nicht baut, sind die Infernos. Und trotzdem ist er hier natürlich relativ weit oben gelistet mit dieser Base hier. Und muss sich dann unter Umständen auch schon mal einen Dreier gefallen lassen. Leider nicht hier von Schulter, aber ich finde, der Angriff ist trotzdem gar nicht mal so schlecht. Hätte man vielleicht auch mit Hexen machen können oder vielleicht auch aus der Luft. Aber die Lars, seht ihr selber, die sind auch max out hier. Und da weiß ich nicht, wie es um den Schulte steht mit Golalun oder Lalun. Also überhaupt mit Luftangriffen. Und ja, wie gesagt, mal sehen. Also ich denke mal Hox oder eine andere Kombi wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen. Hier mussten sich die Bowler denn doch schon stark durch diese Base immer durchfressen. Jetzt werden da oben noch die Bogenschützen geheilt. Auch nicht schlecht. Kann man auch mal machen. Und dann schauen wir einmal in den aktuellen CK hier noch rein. Also wie gesagt, knapp verloren. Ist aber nicht so schlimm. Denn das Lock hier ist ja durchweg. Na, es ist nicht schlecht. Es ist in Ordnung hier. Und mal sehen, wie das hier weitergeht. Im aktuellen CK sind wir wieder gegen einen Level 10 Clan. Also 3 gegen 10. Naja, es ist recht ausgeglichen. Wir haben oben 2 Zehner, nämlich immer den Flash und den Schulte. Und spielen diesmal einen 20er. Ja, finde ich richtig gut hier, gerade jetzt im Event. Ich hatte dazu auch aufgerufen, dass Helden fertig werden, dass eine ganze Masse mitspielt. Und wir haben hier ja, so einen ähnlichen Clan. Also tatsächlich mal könnte auf Augenhöhe sein, was die Dörfer angeht.
Hier oben auch zwei Zehner. Müssen mal gucken, ob das richtige Zehner sind. Ja, die haben Infernos, also das wird sicherlich eine spannende Sache für unsere Leute, denn unsere haben keine. Und mit 1034 Sternen. Und was hat der erste? Mit 977 Sternen und auch guten Truppen. Ja, Helden. Ah, geht so. Mal gucken, was die reißen. Aber wird sicherlich wieder eine schwierige Sache. Da lassen wir uns mal überraschen. Ich bleibe hier auf jeden Fall am Ball im Clan True Warriors 2. Ich blende euch hier den Tag nochmal ein, falls jemand Lust hat, uns hier ein bisschen zu unterstützen. Also wirklich so ab Rathaus 6, 7, 8 mit entsprechendem Dorf. Also jetzt nicht irgendwie ein Rathaus 8 mit einem 1er König und einem 1er Drachen. Das sind dann so die Sachen, die uns nicht so vorschweben. Aber vielleicht kommt der ein oder andere ja noch rein. 13 Platz haben wir noch. Mal wieder ein bisschen Werbung für den kleinen Clan hier machen. Und bis dahin, euer Toto Clash.